Ich grüße dich am Freitag natürlich. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ja, ich bin mittendrin in der Vorbereitung und ihr wisst ja, meine Eltern haben im November Geburtstag, wenn sie noch leben würden. Trotzdem gedenke ich jedes Jahr daran. Also nicht beide einzeln, sondern beide zusammen. Da habe ich mir überlegt, machst du auch da einen Podcast? Und ja, es wird eigentlich wunderschön werden, weil man muss es ganz, ganz ehrlich dazu sagen. Wenn ich noch Eltern hätte, wäre es in der heutigen Zeit etwas anders. Aber mittlerweile weiß ich, dass auch ein Leben ohne Eltern auch schön sein kann. Und von Schwiegereltern brauche ich nicht einmal sprechen. Entweder hat sie man durch Treue, Ehrlichkeit und Freundlichkeit verdient oder auch nicht. Wie auch immer. Und ja, ich habe noch Vorurteile gegen Eltern, die meinen, dass die volljährige Tochter einen Freund hat, der nicht sympathisch ist. Ja, ich muss da ehrlich wirklich dazu sagen, es mag zwar sein, dass sich die Schwiegereltern, wenn ich sie auch irgendwann einmal nennen darf, Sorgen machen, aber erwachsene Menschen brauchen keine mütterische Erziehung oder väterische Erziehung, weil wir, beziehungsweise ich, bin alt genug, um zu wissen, was ich möchte und auch nicht. Und in diesem Sinne habe ich jetzt einmal ein bisschen genug. Wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wie gesagt, ich bin mittendrin in dieser Podcast-Reihe und da geht es um meine Eltern. Und ja, ihr dürft gespannt sein. Ich wünsche euch noch was. Tschüss.